Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Fiesta Online. Hey, hast du den Port noch? Ja, ich hab den Port auf jeden Fall noch, ne? So, hier ist auf jeden Fall ein TGM. Was war ein TGM? Test-GM. Steht das T für Test? Ja, eigentlich schon. Ja? Müsste, wenn sie das nicht kennen haben, steht das noch. TGM Daruna. Der ist schon schick, aber ich kann ihn gar nicht tragen als Krieger. Dann wünsche ich dir mal Sonne für deinen Geburtstag. Ja, wem sie auch da immer schreibt, keine Ahnung. Ne? Irgendwie ja, dann komm mal her. Ja. Ach doch, die rennt ja hier rum, oder? Hier ist ja der MGM. Der okay. Game Master, oder? Ja. Master of Disaster. Ist gut, komm her. Ja. Was? Ja, warte mal, dann müsstest du das eine Stunde nennen. Nee, danke, David, das ist. Aber lieb, dass du ihn mir verkaufen würdest. Hm, okay. Ja, stimmt, GM, das wäre auch nichts für mich, glaube ich. die Leute, die trollen dich halt einfach, ne? Und du musst halt einfach lieb sein. Ah, jetzt brauche ich den sogar. Stimmt. Oh. Und der Hieb hat einfach nicht getroffen, willst du mich verarschen? Jetzt dauert das so richtig lange, bis er stirbt, weil der Hieb daneben ging. Doch. Das hat viel zu lange gedauert, der hätte locker fünfmal so schnell sterben müssen. Ja, ist halt so, wenn der Hieb getroffen hätte, wäre er fünfmal so schnell gestorben. Ja. Aber ich denke, der Julian, der wird sich mal, vielleicht mal im Laufe der nächsten Woche, wird er sich mal, also jetzt im Grunde genommen im Verlauf dieser Woche, zur Ausstrahlung der Folge, wird er sich mal damit beschäftigen, dass er mal das Item ranbekommt für Drachengrab. Nicht ein bisschen mehr, wenn nicht, wird da mal einen anderen Schaden nehmen für dir. Ja. Weil ich würde das gerne Drachengrab würde. Keine anderen scharfe Drachengrab. hast du das nie gemacht? Nee. Ich würde das halt ganz gerne trotzdem im Let's Play mit dabei haben. Drachengrab war damals immer ganz cool eigentlich. Meine Chars sind halt alle zu hoch. Ich weiß gar nicht, wie lange geht das denn, das Drachengrab? Geht das nicht bis 105. Kannst du den Namen vom GM in Chat schreiben, damit ich den mal anschreiben kann? Ich weiß nicht, wie der geschrieben wird. Warte mal. Oh Gott, das nenne ich meinen Namen, Daruna. Ja, tja. So ist es. Ja, okay, gut, was haben wir als nächstes? Wir haben hier noch verlorene Erinnerungen 2, weiß ich nicht. Was ist das denn? Was hier? Achso, das sind die Bergarbeiter. Oh, ja gut, wollen wir die Quest machen? Wahrscheinlich schon, ne? Kannst dich mal. Warte mal, kann ich dich rufen? Ja. Nein, dann kannst du mal, warte mal, ich klopp hier einfach mal ein bisschen, dann kannst du ja mit dem GM noch kurz schreiben. Kann ich hier nicht verrecke, hoffentlich. Ja, sieht aber gut aus. Bestimmt. Okay. Also brauchen wir ja auf jeden Fall den Top. Achso, einmal ist es auf jeden Fall schon. Ach nee. Du hast es schon gegeiert, ne? Ah, du bist ein Spinner, Mann. Oh, ich sehe den Drop noch, ne? Will mich darauf vorbereiten, ihn zu nehmen. Ne? Und der ist schon einfach wieder weg, ne? Ich guck noch so, ne? So halb, ne? Und schau noch hinterher, ne? Dem Drop einfach, ne? Ja, vielen Dank, echt. Aber. Da sind zwei Stück. Okay, da liegen. Das war okay. Gut. Hast du deins? Ja, ich hab meins. Lol, dann sind drei auf einmal gedroppt. Ja, gute Top-Reihe, ist gut. Ja, dann haben wir auf jeden Fall die Loren noch, vermutlich. Ne? Ich hab sogar noch Juwelenbaum. Geht die noch bis 89? Läuft die noch bis 89? Juwelenbaum, nee, die kann man mit 89 nicht mehr annehmen. Ah, okay. So. Was müssen wir kloppen? Wir brauchen zerbrochene Vase. Wir auf jeden Fall. Ja, hier Bergarbeiter-Skelett. Ja, und die Lorenarbeiter brauchen wir. Die Lorenarbeiter, ja, dann sind wir doch hier perfekt und genau richtig. Und hat der GM dir schon geschrieben? Ja. Bitte wende dich an den Support. Nein. Er hat gefragt, ist dein Inventar voll? Nein. Hast du schon mal Reload gemacht? Ja. Das sind so die Sachen,
Ja, die Klassiker. Ja, das ist wieder so Sachen, das ist doch selbstverständlich, aber das Thema hat mich schon mal. Ja, genau. Oh, zerlöcherte Handschuhe, lol. Oh, Junge! Ich hab meinen zerbrochenen Vase übrigens auch schon. Kann ich Gruppe? Vielleicht. Wagenmeister, oder? So ein Low-Krieger, der nicht mal eine richtige Axt, der sich nicht mal eine richtige Axt leisten kann, der rennt mit Nachzieher Ich kann mir plus auch 0 nichts rum. leisten, Mann. Das ist halt schwierig, Du Junge. hast eine 70er plus 12, Mann. Ja, der ist auch nur geliehen von dir, Mann. Willst ihn. Ich merke schon wieder, ne, wie du einfach hinter mir stehst, ne, und einfach darauf wartest, dass ich hier 91 werde, damit du diesen scheiß Bogen vertickern kannst. Ja, lass mich. Ja, richtig, ne? Wie gesagt, du stehst die ganze Zeit hinter mir, ne? Eigentlich bist du mit der einen Hand bist du schon an dem Bogen sogar schon dran, ne? Und wartest eigentlich nur darauf, dass ich 91 werde, dass du mir ihn entreißen kannst aus meiner Hand. Alles klar. Hast du nicht mal die Vase jetzt bekommen? Nee, wurde mir ja weggegeiert. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob hier was liegen geblieben ist. Ich schwänge ja halt hier die ganze Zeit Bahn. Ich sehe das ja nicht, Mann. Dann müsstest du das bitte an den Support schreiben. Die können dir da weiterhelfen. Ja, das dachte ich mir halt schon, Oh Mann. Ich hasse es, den Support ne? Frag jetzt anzuschreiben. einfach mal. Frag jetzt einfach mal, wirklich so richtig noobhaft, ne? Kannst du mir danach im Drachengraben helfen? Nee. Ja, nee. Das ist deine Vase. Sammeln Sie auf, bevor er sie Ja, sammelt. warte mal. Oh, kann ich den Game Master bisschen trollen, Alter? Nee, kann ich nicht machen, oder? Warum? Weiß ich nicht, Was ist irgendwie mit das? dummen Fragen, Alter. Du machst dich unbeliebt. Ja, ich weiß. Ein bisschen Spaß muss aber auch mal sein, ey. Aber weiß ich nicht, was kann man denn mal fragen, was so richtig dumm ist eigentlich? Weiß ich nicht. Sind Rosen rot oder sowas? Keine Ahnung. Sind jetzt hier die Bergarbeiter? Das ist doch nicht der beste Spot jetzt hier, oder? Hallo? Sind wir da? Ja, ich bin am Schreiben. Okay, stellst du jetzt gerade die Frage oder was? Nee. Jetzt glaube ich hier für den noch die Lohnarbeiter mit, oder was? Wo bist du? Oh Gott, du Ich bist bin hinter hin dir. ach, hinter mir. Ja. Ich bin hier fertig. Ich Ja, ich brauche noch die brauch Bergarbeiter 50 Skelette. Kills, Ja, ja, ich aber brauche auch die die sind da Bergarbeiter. hinten. Warte, die Komm ganzen da sind hinten hin. Okay, gut, dann ist ja gut. Okay. Ich Ja, auf der Karte wird es hab halt nicht den. angezeigt, wird halt nur der Spot angezeigt. Ich konnte mir aber schon denken, dass der ein bisschen weiter hinten noch war. Hier, ich habe dem GM zurückgeschrieben. Das habe ich mir auch schon gedacht. Habe vielleicht ge gehofft, dass GMs inzwischen ein bisschen mehr dürfen als früher und du mir das Quest-Item vielleicht hättest geben können. Sind weiter hinten. Weil es hätte ja sein können, dass die das inzwischen so geregelt haben, weil es ja jetzt alles Gamigo gehört, dass GMs bei Problemen mit Quest-Items, die man nicht bekommt, vielleicht sich das Item Ja, es ist geben schon halt, lassen ja, per genau, Comment, ja. so, weißt du? Es ist ja jetzt auch nicht so ich nenne es jetzt mal die Frage, die du da gestellt hast, ja, das wird eher eine täglichere Frage halt sein, ne? Ich habe Ja, den Prop nicht bekommen, ne? Und so weiter, das ja. hatte, das hat, das hat Black auch letztens gehabt, aber es gibt einen Bug, da kommt es auch vor. Da, wenn man 40 Quests angenommen hat, oh, also wenn, nee, wenn man 39 angenommen hat und die letzte Quest, die man annimmt, ist eine Quest, wo man ein Item ins Inventar bekommen soll, dann bekommt man das Item nicht. Okay. Du wirst das Item nicht bekommen, wenn du 39 Quests hast und die 40. Quest ist eine Quest, wo du ein Item bekommen sollst. Das hatte Black mal. In seinem LP hatte er das mal, da war es das Problem mit der Seilleiter. Er hat einfach die Seilleiter nicht bekommen. Und ja, Okay. hat die Quest deswegen aufgegeben. Okay, Er ist sehr uns gut zu übrigens gefolgt. Er ist Bitte? uns Ja, ich hab hinterhergelaufen. ja geschrieben, ne? Wir gehen weiter, ne? Ja, wir brauchen jetzt eh noch Ja, gut, er 18 braucht ja eh die Kills. Kills, ne? Und
Ja gut, dann macht er halt die und dann später halt meinetwegen noch die Loren oder so in der Richtung. Ja, ist ja so. Och, und die Loren nicht. Ich wär auch gefolgt an seiner Stelle, ne? Weil, ja gut, der Mann muss schon sagen, ne? Aber als Krieger halt alleine mit plus 0 Waffe halt, ne? Ist schon schwierig halt. Läuft man gerne. Aber man muss halt wirklich sagen, ne? Gerade wenn man halt wirklich neu ist und ich hatte jetzt hier auch im Flüsterchat, hatte ich ja ab und zu mal noch ein bisschen was geschrieben. Was eigentlich, wie gesagt, ich habe das ein bisschen verborgen jetzt, die letzten Folgen. Ich habe da jetzt auch irgendwie nichts erwähnt. Nachgemacht hatte mich mal angeschrieben gehabt. Und, ach ja, dann habe ich mit jemandem noch geschrieben, den ich hier zu dem Spiel wieder ein bisschen eingeladen habe, beziehungsweise motiviert habe, das mal wieder zu spielen, wo ich es ja selber nicht privat halt Spieler gesehen von mir. Das war gestern, genau. Gestern stehe ich so mit meinem Clary hier in Uruga und habe so Shop gemacht. Plötzlich schreibt mich da einer an, ey, wo ist Dylani? Da habe ich geschrieben, ja, morgen ist Aufnahme. Dann hat er geschrieben, hab wegen euch wieder angefangen zu spielen. Kannst mich ja mal einladen. Wer wohin einladen? Was einladen? Ja, hier den irgendeinen Twink halt, ne? So. Okay. So, die Quest ist auf jeden Fall fertig, gerade abgeschlossen. Das heißt, ich bin sogar hellwach hier diesmal. Wow, das merkst du früh. Ja, ist wirklich so. Ich bin heute gut dabei, ne? Wo rennst du hin? Falsche Richtung. So, ja, voll da. Ja, gut, bin ich doch nicht so gut hell dabei. Oh Mann, Alter. Ja. Läuft bei dir. Läuft bei mir, ja. So. Wir machen hier Kristallwächter und Wachvorsteher. Ja, bin dabei. Wohin? Ach, da hinten. Da hinten ist der Steini. Rennst auf den Steini zu. Und du? Oh Gott. Was du denn da? Hinter dir. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Und du rennst die ganze Zeit an den Kristallwächtern vorbei, anstatt sich zu töten. Kannst du ja mal kiten gehen, wäre vielleicht mal so eine Idee. Ja, okay, vielleicht. Ja, ich mach gerne Der Krieger ist uns hinterhergelaufen, weißt du, wo ist der hin? Wo rennst du überhaupt hin? Hey, ich pull jetzt hier, Mann. Wo ist denn? Ja, aber ich pull halt gerne immer mal ein bisschen zusammen, ja, das gehört. Das Problem ist, hinten sind mehr insgesamt als hier in dem Icon. Okay, ja gut, ich dreh jetzt eine Runde und dann. Gehe ich an den von dir favorisierten Platz, ne? Alles klar. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann kannst du gleich hier weiter links laufen. Und da hinten sind dann nämlich auch die Wachvorsteher, sind wir schon fast da. Ja, okay. Gut. Dann sind wir auf der Karte ja sogar schon fast fertig, ne? Also dann gibt's hier gar keine Monster mehr, die jetzt hier irgendwie zu Ende. Ja, die Lava-Gerolls halt in, die machen wir halt im Sumpf. Okay. Und sonst? Ach, die wollen ja Elite hier, die Dinger, ne? Ja. Die können 95er Blue-Schmuck droppen. Können, müssen aber nicht. Ja, ja, da geht man lieber mal in Helgas Grab oder so in die Richtung, hat man eine höhere Chance. Stehen hier nur guck mal, hier stehen 6 Stück. Und ich hab 4 Stück. Achso. Bei dir noch sieht's nach 3 aus. Ja, kann ich doch nichts für, wenn die in einem Fleck laufen. So, hier, bitteschön. Ja, die sind jetzt aber nicht. Was, ihr geht jetzt? Ihr geht noch ins Drachengrab? Nö. Fragt er. Oha, kriegt doch nicht so viel Schaden hier. Wäre es gemein, wenn ich schreiben würde, nee, ich nicht, aber Lockjaw Saga. Ja, genau. Dann gehe ich aus Gruppe. Ja, das wäre wirklich gemein. Ja. Um da wirklich auf den auf einen Zuschauerkommentar einzugehen, das wäre Mobbing. So ist es. Ja. Nicht nur das. So, Quest fertig. So, genau. Wer steht denn hier? Weiter geht's. Russian Reaper. The Russian Reaper. Oh, wir hatten mal, Alter. Warte mal. Wie hieß der denn nochmal? Ich weiß es gar nicht. Oh, das ist eine gute Frage, Alter. Scheiße, Mann. Das ist gar nicht mehr. Hä?
Was meinst du? Bin mir gar nicht sicher, warte mal. Hieß irgendwie, also das englische Wort für vergewaltigen ist ja Rape, ne? Der hieß irgendwie, irgendwas hat er da im Namen gehabt, ne? War halt so richtig zweideutig, Rape Raupie oder Raupier oder sowas in die Richtung. Das hatte dann halt irgendwie so im Englischen auch so eine Doppeldeutung halt, ne? Also mit Rape hättest du halt wirklich halt so der, das Wort Vergewaltigung an sich, ne? Aber auch der Beiname, der hatte dann halt, wie soll man sagen, das erste oder das wirklich krass Negative halt eigentlich auch wieder aufgehoben halt, ne? Also das war halt irgendwie so ein zweideutiger Name halt ganz einfach, ne? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier so am besten beschreiben soll, ne? Aber auf jeden Fall ist mir das gerade hier so ein bisschen eingefallen hier bei Reaper, Waper. Nie so richtig. Alles klar. Ja. So, wobei ja. Das natürlich auf jeden Fall ein erstes Thema ist, muss man halt auf jeden Fall so sagen, bevor da irgendwelche negativen Kommentare oder sonst irgendwas kommen. Das ist auf jeden Fall nicht. Mir kommt wieder da kommt wieder der Black an und Hate. Nein, Spaß. dann macht der Black sich 10 Accounts und gibt 10 Dislikes. Ja, genau, richtig. So wie du mit deinen 50 Accounts, mit deinen 50 Dislikes pro Monat auf Blacks Videos. Ja, genau, richtig. Das bin wohl ich. Ja, so ist das wohl. Ne? Naja gut, ich denke, jeder hat mehrere YouTube-Accounts, ich habe auch mehrere Google-Accounts, ich habe auch mehrere Accounts halt, ne? Ich meine, das ist halt auch, ist auch überhaupt kein Problem halt, irgendwelche zu erstellen halt, ne? So, aber halt irgendwann ist ein Limit, wenn man, so wie ich, immer dieselbe IP hat oder über Handy-Accounts erstellt, irgendwann ist ein Limit, wo man auch irgendwann eine Telefonnummer eingeben muss, um nochmal eine erstellen zu dürfen, und auch irgendwann hat man die Limit der Telefonnummer erreicht, das Limit der Telefonnummer erreicht. Ja, also ich glaube, ich habe insgesamt 4 Google-Accounts, glaube ich. Ja, ich habe halt mal übelst viele erstellt, naja, auf gut. Einmal und dann durfte ich keine mehr machen. Und dann werden wir uns einfach nochmal in der nächsten Folge, das ist ein gutes Thema, glaube ich, als Überleitung, das werden wir dann mal in der nächsten Folge benutzen. Ich würde sagen, das muss hier gewesen sein. Bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Denkt dran, bitte keine Dislikes. Tschüss.